Hallo, willkommen zurück bei Medieval Dynasty. Heute gehen wir auf die Jagd. Wie gesagt, wir wollen uns Pelze holen. Für, Scheiße, für. Stimmt, für die, hier, sag schnell. Teppich. It's all the same to me. Ja, okay, die hören jetzt schon auf. Kann uns aber egal sein, wenn es dunkel wird, machen wir uns ein Feuerchen und schlafen in der Wildnis. Wir müssen hier lang. Entschuldigung. Viele haben wir leider nicht zur Auswahl, die Pelz geben. Aber wir haben ja hier vorne eigentlich diese Visent. Genau, da. Theoretisch Füchse und so auch, aber ich glaube, die geben zu wenig. Ah, hast du mal gemerkt, ne? Hat er uns jetzt echt keinen Pelz gegeben? Hä? Wow, ein Punkt. Gut, das fand ich jetzt ein bisschen blöd. Und da haben wir noch einen. Testen wir das gleich mal. Ja, komm her. Das wäre jetzt echt ärgerlich. Ja. Leder. Wo ist denn bitte schön das dicke Pelz, das er da hat? Wow. Wie geblieben? Gibt's doch nicht mehr aus. Mann! Geht doch. Nehmen wir auch gleich mit. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Mal gucken, was die geben. Leder. War da gerade eine Schippe? Oh! Jo, wie passend, ne? Ach, du bist ruhig. Ah, ich sehe dich da oben.
Okay, das ist wirklich kacke. Kann ja sein, dass wir das nur bei Bärenpelz kriegen. Wäre dezent blöd. Na, wo haben wir denn hier einen Hasen? Da. So. Sieht ein bisschen versaut aus. Ah, nur ein bisschen. Yeah, 3 Pelz. Ja, da muss ich ja die ganze Hasenfamilie ausrotten. Ich meine, Wölfe geben auch noch. Weil jetzt die ganze Zeit Wölfe. Macht auch keinen Sinn. So viel geben die Wölfe jetzt auch nicht. Ja, wir können mal gucken gehen. Aber viel war es eigentlich auch nicht. Ah ja, keine Sorge, ihr gibt ja eh keinen Pelz. Ja, du bist schon Pelz. Klingt doch schon mal gut. Jetzt bin ich gespannt. Ein Pelz mehr wie ein Hase. Gut, Pelzjagen können wir erstmal vergessen. Ja, komm. Doch hier, da, da. Genau. Jo. Komm hier vorne, das Ding ist nah genug. Gehen wir dorthin und reisen erstmal zurück. Hä? Ähnlich aus wie unser. Ach, hier sind wir. Okay. Ach, scheiße. Komm, wir laufen. Trotzdem blöd. Na gut, Dachse geben auch noch Pelz. Aber das ist mir doch auch entschieden zu wenig. Okay.
Okay, also das fehlt uns jetzt. Erstmal, dass mir das hier auf den Sack geht. Okay, also Saft und Wein haben wir wieder reingestellt. Dann müssen wir gleich noch gucken, wenn die loslegen. Ne, können wir eigentlich jetzt machen, ne? Ach komm, machen wir drinnen. Direkt im Lager. Wie ist das mit Wolle und so fällt? Da bin ich jetzt auch gespannt, ob wir da jetzt Plus machen oder nicht. Ich glaube, letzter Stand waren 26 oder 28. Nicht so viel. Das wird auch immer nicht weniger. Ja gut, hier werden die schon ein bisschen. Ja. Oh, die haben dann eigentlich schon gut was runter. Ja gut, einen Tag viel mehr. Oh, Kalkstein. Ich mich da jetzt verguckt. Vielleicht waren es noch 12. Nee, das war ja das. Ich glaube, wir haben Plus. Sieht nach Plus aus. Okay. Aber was mich jetzt trotzdem stört. Oh, die gehen schon arbeiten. Ich weiß jetzt nicht so recht, was wir tun sollen. Ich meine, wir können theoretisch hier auch noch mal ein bisschen hübscher machen. Ey, du Sau. A home is where the work is. Mhm. Gut. Ja, ja. Denn dahin. Und hier. Und komm bitte, bitte. Bitte passt hier noch hin. Ne, schade. Denn aber. Gut. Dann machen wir noch eine kleine Stufe kleiner. Oder so. Ja gut, Stufe kleiner. Nee. Das passt hier nicht so hin. Halt! Da war's. Jo. So. Any ideas on how to force children to eat vegetables? Yo, come on, Papa. I'm so glad I settled down here. Hey. So. So. I wonder if it's possible to visit all the nearby villages on foot in just one day.
So. Einen kriegen wir noch hin. My little miracle is more than a ground bull. How is that possible? Noch einen? Ja. Na bitte. Was hat mir dafür Zäune? Den. Ja gut, gehen wieder Bretter weg, aber. You know, I'm something of a village here. Gut, jetzt nicht so rum, wie ich das gehofft hatte. Ah, kann man eigentlich lassen? Passendes. Hier haben wir die Hölzer. Theoretisch können wir ja. Blacksmith, Whitesmith, it's all the same to me. I'm colorblind. Mhm. Ah, hier sind halt nur die Behälter. Da würde ich lieber die Bretter sparen. Ja. So, sowas bringt uns hier auch nicht. Ah, bringt uns auch nichts. I've got no idea what will become of that kid. I should bring my relatives over. Maybe not. Ich nehme doch noch ein bisschen Karl. Vor allem hier so. Können die hier ein bisschen zu Hause hinsetzen? Der Rest hat verschuften. Ja. Schlecht. Aha. Nein! Die waren ja auch schlecht. Alter Schwede. So viel Vergiftung. Boah, gut, davon könnten wir uns jetzt vollfressen. War ja echt nur Schlechtes. Na gut. Jam, 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 jam. Nee. Word from my daddy. Superstitious, but I am a little stitious. Moment. This ale isn't going to drink itself, people. Time of year are mosquitoes. Kukus Dinge. Remember, I'm not the one who sets prices. It's the
the market. Haben wir nicht? Ne. Die produzieren ja noch. Gut, dann warten wir da noch, bis wir das machen. Well, we all make mistakes. Ja, ja. Machen wir. Gut. Was da jetzt Essen sagt. Im Grunde müsste genug Platz sein, wir haben echt gut ausgeräumt. Alter. Was ist denn jetzt bitte hier das Schwerste? Einmal Wasser. Okay. Ciao. Und Apfelsaft ist das Schwerste. Komm, hier können wir auch nochmal 1000 weg. Boah, das ging aber richtig flott. Ah ne, wir hatten ja noch, wir hatten glaube ich sogar noch was von. Einmal Milch. Oh Mann. Wie sieht es denn bei unseren Verkäufen damit aus? Oh, naja. Oh, aber schon Jonas. Also das läuft echt gut. Hier kaufen wir auch noch mal haufenweise. Hier und das. Was ja auch ausreicht. Ja. So. Gut, scheiße, das läuft auch alles. Also im Grunde haben wir wirklich nur noch gucken, wie es ausschaut. Wie es mit Dings läuft. Mit unserer nächsten Generation. Das sind noch 5 Jahre. Ja, ich mag es auch, wenn es warm ist. We can go and gather some berries. Nein, könnt ihr nicht. I'm a bear. Hat die gerade Döner-Time gesagt? Habe ich mir noch was überlegt gehabt. Also, nee, Quatsch, hier so. Mhm.
mal hier so ein Brett ranstellen. Hat doch sicherlich auch was. Doch. Von Optik her gefällt mir das. Was ist das denn eigentlich da? Kann man das Ding von unten bedienen? Ja, große Tasche. Gut, das können wir auch nicht machen. Oh, die pflückt da hinten ja immer noch. Okay, also ich würde jetzt wirklich sagen, wir machen das so wie geplant. Ich mache erstmal ein anderes Spiel ab morgen. Und werde hier halt jeden Tag mal ein bisschen rein und die Jahre rumkriegen. Und dann hole ich uns für den zweiten Teil dann hier rein. Und dann schauen wir uns an, wie das mit den Jugendlichen hier abläuft. Ja, doch. Ich würde sagen, genauso machen wird. Ja, dann wird unser Sohnemann. Ja, gut. Ja. Okay. Vergessen wir das mit dem Sohnemann. Werden wir die anderen Kinder, die dann jugendlich werden, sehen, wie die arbeiten. Und dann gucken wir mal, wie es mit denen sich verhält. Und werden wir dann halt die Leute dann hier beschäftigen, können wir dann halt noch ein bisschen dekorieren. Wird aber dann wahrscheinlich noch ein paar Tage dauern. Aber wie gesagt, morgen erstmal ein neues Spiel. Und dann denke ich mal 2-3 Wochen. Dann dürften wir da weit genug sein, dass ich es geschafft habe, dass die Kinder jugendlich sind. Ich mag es echt hier drin, ne? Echt hübsch. Gefällt mir. Also Leute. Ich weiß, heute ein bisschen kurz. Aber es läuft ja. Wir haben jetzt auch nur 2 Gebäude, die wir bauen können. Die will ich mir echt aufheben. Daher. Ja, was machen wir? Aufgaben haben wir auch keine mehr, außer diese Standard-Quests. Macht keinen Sinn. Produktion läuft auch. Dekorieren halt noch. Weil das können wir dann auch nebenbei machen, wenn wir halt hier uns die Jugendlichen anschauen. Ja, was ich nochmal machen werde, ist definitiv wegen Mods gucken. Vielleicht kriegen wir ja wirklich hin, dass wir die maximale Anzahl von Gebäuden nochmal erhöhen können. Das wäre echt toll. Ja, aber dann können wir das doch nochmal richtig krass erweitern. Vor allem mit Ständen. gut. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's jetzt wirklich. Danke sehr, bei was. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ein Däumchen nach oben würde mir gefallen. Ja. Lasst ein Däumchen da. Klar, weil mir ein Däumchen gefallen wird. Oh man, ist zu spät. Also,
Däumchen da lassen, wenn es euch gefallen hat. Kommentare auch immer gern gesehen. Und dann sehen wir uns morgen in einem anderen Spiel. Also Leute, macht's gut. Ciao, ciao.